Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bildschirmkontrolle. Mensch, was war wieder alles los? Ich meine, in der letzten Bildschirmkontrolle reden wir noch über Jens Lehmann und Dennis Aogo. Denn Dennis Aogo hat ja Jens Lehmann, wie soll man sagen, angeschwärzt. Ist das schon rassistisch? Darf man das noch so sagen oder nicht? Das ist ja bei vielen Begriffen so. Was darf man überhaupt noch sagen oder nicht? Waren die Beweise aber vielleicht auch nur getürkt? Auch da weiß man mittlerweile gar nicht mehr. Darf man das sagen? Kann man das sagen? Ist das schon in einem satirischen Zusammenhang erlaubt oder darf man eigentlich gar nichts mehr sagen? Und nachdem es da so eine Aufregung gab, was Jens Lehmann denn da Böses gesagt hat, als er ihn als Quotenschwarzen bezeichnet hat und auch dummerweise diese Nachricht an Dennis Aogo geschickt hat, ging auf einmal die ganze Rutsche jetzt retour. Denn Dennis Aogo hat sich bei der Bewertung des Spiels etwas ja im Ton vergriffen, indem er gesagt hat, die trainieren ja zum Beispiel bis zum Vergasen. Ja, das ist jetzt auch natürlich schwer, weil keiner der Spieler wird natürlich am Ende vergast. Es ist so eine Redenswendung, aber wir wissen ja mit unserer Vergangenheit, es gibt zwei Sachen, auf die wir hinweisen können. Einmal Erster Weltkrieg, da kam das ursprünglich her und natürlich seit der Nazi-Zeit hat das eine besondere Bedeutung. Und auch ich habe ja schon damals bei Schmidt und Pocher mit dem Nazometer auf Begriffe hingewiesen. Ich meine, die Nummer ist über 12 Jahre alt, immer wieder aktuell. Was darf man noch sagen? Darf ich eigentlich am Gasherd noch kochen? Dürfte ich mich mit Dennis Aogo treffen und wir geben gemeinsam Gas im Auto? Das sind alles so Fragen, die müssen sich nochmal eines Tages klären und auch aufgeklärt werden, am besten durch Twitter. Weil das ist das Meinungszentrum Nummer 1, dort kann man alles richtig machen. Gendersprache, welchen Begriff darf man sagen, über wen muss man sich aufregen, jeden Tag gibt es da immer neue Sachen. Und auch Ina Ogo hat sich natürlich aufgeregt, vor allem über die Journalisten. Eine Journalistin, die sie ein bisschen kritisiert hat, dass sie ja nur eine Spielerfrau ist, da hatte sie eine ganz besondere Meinung zu. Moment, hier, jetzt mit Ton. Wie gesagt, ist sicher nicht da, um Quote zu machen, sondern weil er einfach fachlich gut ist. Und da musst du auch einiges lernen, weil das, was du da in deinem Journalismus, ich weiß nicht, wo du das gelernt hast, aber fachlich gut scheinst du nicht zu sein, weil du kriegst gerade Shitstorm. Ja, das gilt jetzt auch wieder in die andere Richtung. Aber auch da, man muss es so ein bisschen aufpassen. Ja, ich finde, ich hätte es gut gefunden, ehrlich gesagt, wenn auch mal sich eine Ina Aogo oder auch ein Dennis Aogo jetzt nochmal vielleicht öffentlich zu geäußert hat. Sie haben sich natürlich in der Bild-Zeitung haben sie ein Statement so abgegeben. Bei Sky lässt er momentan seinen Expertenjob ruhen, um mal drüber nachzudenken, was er da eigentlich gesagt hat. Dann gab es noch einen anderen Clip direkt hinterher, der jetzt natürlich auch ein bisschen unglücklich gewählt wurde, auch bei Sky lustigerweise. Da hat er das hier gesagt. Nach einer Festenbleibe, sodass man nicht wie ein Zigeuner immer irgendwie von A nach B reist. Ja. Das ist ja auch schlimm und vor allem, was soll er dann, während er von A nach B reist, essen? Ein Schnitzel, dass es dann dem zugehörig ist. Man kann nichts mehr sagen. Das Z-Wort, das N-Wort, das P-Wort, das F-Wort, das D-Wort, das A-Wort, das K-Wort. Selbst Indianer ist verboten. Die Grünen wollen nicht mehr, dass Deutschland im Programm auftaucht, obwohl es ja in Deutschland zur Wahl ist. Es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer und es sind auch wirklich alles First World Problems. Aber sehr interessant, wie der Bumerang innerhalb von 24 Stunden wieder zurückgeht. Mal sehen, wer der Nächste ist. Es bleibt immer spannend. Aber vielleicht bin ich auf den falschen Instagram-Profilen. Vielleicht muss ich es machen wie Denise Bobe. Viele Leute, denen ich gerne gefolgt bin, mir irgendwie nicht mehr angezeigt wurden, habe ich wieder aussortiert. Das Beste, was man machen kann. Und neuen Leuten mal gefolgt. Ja. Da bin ich immer so, ich weiß nicht, neuen Leuten möchte ich eigentlich gar nicht folgen. Aber das war das Beste, was ich machen konnte. Macht richtig Bock wieder Instagram und dadurch, dass ich dann auch wieder neue Leute sehe, habe ich auch, weiß ich nicht, meine Motivation auch an meinem Content ein bisschen rumzufallen und sowas. Also wenn ihr da merkt, die Leute inspirieren euch nicht mehr, dann versucht euch neue Leute zu suchen, die euch inspirieren und euch Motivation schenken. Yes. Yes, be inspired. That's Instagram. Ja, ich möchte nicht einfach nur aufgespritzte Lippen und Dickbrüstige in Dubai sehen oder irgendwas anderes. Ich möchte mich inspiren lassen, weil das ist bei dieser Plattform total wichtig. Und auch bei Dennis Bobe kann man so viele geile Sachen sehen. Ich weiß nicht, welchem Hunde-Influencer sie gefolgt ist, aber sie ist so inspiriert worden, dass sie schon ein paar Wochen nach dieser Nachricht so in ihrer Wohnung rumgetanzt hat mit ihrem Hund. Ja.
Das ist dieser neue Content, der hat die komplett verändert. Trotz all dem gibt es ja immer die geilen Fragerunden. Ich liebe Fragerunden bei Influencern, weil da kommen nur geile Sachen bei raus. Und auch sie hat zum Beispiel über ihr Äußeres gesprochen und das ist ja der neue Trend. Also jetzt während der Corona-Krise, also du musst mindestens einmal in Dubai gewesen werden, musst dir einmal die Brüste gemacht haben und am besten lässt du die Brüste in Dubai machen. Das ist das perfekte Mittel. Und sie hat zum Beispiel wurde gefragt, wie sie denn vor dem Abnehmen aussah. Und dann hat sie nochmal Bilder gezeigt. Hier, das ist heutzutage schon das Schönheitsideal von Fett oder ich weiß es nicht. Also ich meine vor dem Abnehmen, also ich weiß nicht, was, also das ist eine normale Figur. Aber gut, können halt alle wie eine Salzstange aussehen oder Pamela Reif oder keine Ahnung was. Macht euch gerne, wie ihr wollt, nochmal schlank. Und dann hat sie wirklich auch gefragt, wann hat es bei dir Klick gemacht zum Abnehmen? Ne, nachdem du wirklich so eine fette Tonne gewesen bist, dass du ja wirklich, ich weiß gar nicht, wer von den beiden ihr seid, dass ihr so gerade so über die Straße gegangen seid. Also ohne Lastenaufzug bist du gar nicht mehr irgendwo hingekommen bin. Und da gibt sie auch eine Antwort drauf. Nachdem mir meine damaligen Mitmenschen gesagt haben, ich sei fett und ob ich noch durch die Tür passe, habe dann 11 Kilo abgenommen und seitdem schwanke ich immer zwischen 56 und 59 Kilo. Okay, I don't get it. Also ich fand dich da jetzt auch schon nicht fett. Ein bisschen Sport, Ernährung, der Klassiker. Aber sie gönnt sich trotzdem jetzt was. Obwohl sie abgenommen hat, ist Denise Bobe ein Mensch, der sich ab und zu was gönnt. Hier zum Beispiel, hier hat sie sich einfach gegönnt und zwar ein großes Glas Wasser mit Zitronensaft. Ja, das sind die kleinen Freunde. Sich einfach den Spaß am Leben nicht mehr nehmen lassen. Nicht mehr fett sein. Einfach mal so Glas Wasser mit Zitronensaft. Vielleicht sogar ein kaltes Glas Wasser. Oder wenn es kalt draußen ist, ein warmes Glas Wasser. Das sind einfach diese geilen Lebensfreunde. Und das ist das Schlimme bei Instagram. Jeder mit seiner operierten Fresse muss dir erzählen, dass er sich jetzt viel besser fühlt und auch irgendwie wirklich durchs Lebensquality-Building jetzt ein ganz anderer Mensch geworden ist. Und wenn du einmal anfängst zu operieren, hören die meisten nicht mehr auf. Sehr schön auch wieder gesehen vor kurzem hier bei meiner persönlichen Freundin Hanna von Schlöni, die kleine Maus, die sich ja Brüste, Lippen, Nase, alles oder Nase und Brüste hat machen lassen. Auch schon wieder neu, weil die Implantate, die haben ja ein Ablaufdatum. Und das ist dann wie altes Mett, das muss dann einfach raus. Und da hat sie ja damals dieses geile Video gemacht, wo sie uns zur Musik gezeigt hat, dass sie jetzt a new person ist. Ihr erinnert euch, das habe ich ja dementsprechend auch nachgestellt, weil ich auch ein Zeichen setzen wollte. Mit der Musik, mit dem Blick und aber auch mit diesem Gefühl für den Körper. Ja, und jetzt ging es weiter. Weil ich sag ja, einmal anfangen rumzuschnippeln, hört es nicht mehr auf. Sie hat eine kleine Reise zum Beauty-Doc gemacht und hat uns auf diese Reise natürlich, weil dafür ist Instagram da, mitgenommen. Wunderschönen guten Morgen, mein Lieben. Guten Morgen. Ich bin heute etwas früher. Ich bin tatsächlich auch verschlafen. Ich meinte zu Jenny, weck mich bitte und steh auf. Ich muss mich fertig machen. Mach sie wach. Zum Glück waren meine Locken noch drin. Die halten ja den Extension super. Drin. Und schminken muss ich nicht, denn es geht nämlich heute zu Royal Beauty. Royal Beauty Salon. Und ja, ich gucke jetzt mal so, was wir heute so vorhaben. Ich nehme mich einfach mit und filme ein bisschen und freue mich jetzt drauf. Beauty und Wellness machen. Da freue ich mich auch drauf. Wie wird das denn? Sie nimmt uns mit wie ein gutes. Vielleicht schaffe ich es dann heute auch noch zum Nägel machen zu gehen. Nägel auch noch. Ich habe die gerade mal eine Woche drin. Na, und wie sehen die aus? Das wächst einfach so schnell raus. Richtig krass. Was ich auf jeden Fall heute vorhabe, ist meine Oberlippe ausgleichen zu lassen. Ach, ich habe mir vor einem halben Jahr die Lase machen lassen, weil das einfach alles war. Ja. Ich habe es übertrieben und ich möchte jetzt aber hier. Ja. Man sieht, das ist leicht schief. Ja. Hier ist viel mehr Volumen als hier. Ja. Ich möchte mir einfach die Lippenform ausgleichen lassen, dass das alles schöner aussieht. Und ansonsten gucke ich lasse mich beraten und berate dich. Berate dich. Weil das ist ja oft brat dich und ist sie dann ins Solarium gegangen. Oder ich weiß es einfach nicht. Es ist einfach so, man ist auf sie zugegangen, hat sie gesehen, guck dich nochmal an. Schlaganfall gehabt, nein, ja, die Lippe hängt ein bisschen runter. Na, da lasse ich ein bisschen aufspritzen. Da berate ich mich aber vorher nochmal. Oh mein Gott, Leute, guckt euch mal diese wunderschöne Couch hier die an. Die ist wunderschön. Das ist meine Traumcouch übrigens. Traumcouch? Für unser Haus. Oh. So schön. Leider mit der schiefen Presse geht das ja nicht. Also, da musst du jetzt was machen. I took my trip up to the north, yeah.
Und dann ist es endlich soweit. Ach, bin ich froh, dass einer noch das Handy filmen konnte, weil sie jetzt wahrscheinlich die Behandlung dann auch umsonst bekommen hat. Yippie! Wie ist das Ergebnis danach? Wir sind alle gespannt wie ein Flitzebogen. Ich finde, es ist richtig gut geworden. Es sieht gar nicht, also total natürlich aus. Klar, irgendwie auch wie ein Verkehrsunfall oder als wenn der Airbag ausgelöst wäre, aber auch irgendwie cool. So, meine Lieben, back im Auto. Ist natürlich jetzt alles angeschwollen, wurde gerade frisch unterspritzt. Mhm. Aber es ist so schön geworden, so flach und so schön. Ja, richtig schön. Guck mal. Ja. Fast gar nicht zu sehen. Perfekt. Es ist auch nur richtig schön, wenn es einen Boomerang danach gibt. Irgendwie die Haare sind dadurch auch irgendwie, es ist ein Haarteil. Ich weiß es ja gar nicht mehr. Es ist so schön. Die Lippe ist so toll geworden. Wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Wisst ihr, was auch gut ist? Wenn ich so Eyelashes bewerbe, aber einen Filter drauf nehme, die schon Eyelashes hat. Bei Influencer gesehen, die das sehr schön erkannt hat und sehr witzig nachgestellt hat. Hier, bei Zara. Zara Secret. Geschminkt. Ich habe meine Favorite-Produkte von Banana Beauty genommen. Ich feiere nicht alle Produkte, deswegen empfehle ich auch nicht immer nur alles die ich richtig feiere. Also so. Und hier ist lustigerweise ein Filter drauf, der Eyelashes hat. Den Filter, den sie benutzt hat, das ist Dwayne The Rock Johnson. Und das ist er mit dem Filter. Ich glaube, man braucht den Mascara gar nicht für solche Wimpern. Ja, das sind diese kleinen geilen Tricks von unseren Influencer-Lieblingen. Und wenn man dann diese ganzen Beauty-Produkte bewirbt und diese ganzen Schönheits-OPs, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass irgendwann die neue Generation so aussieht, wie zum Beispiel die Tochter von Katie Price. Na, A, wer ist die Tochter von Katie Price? B, wie alt ist sie? Diese Junge, da, also das Mädchen, ist 13 Jahre alt. 13 Jahre und schon so schön natürlich. Das ist das, was auf uns zukommt. Mit euren Vorbildern und mit euren ganzen Schönheitsoperationen und die Leute überall mit hinnehmen. Ja. Ein Highlight war dann für mich ja auch Aline Bachmann, die ja hier vorher so aussah. Sie ist links im Bild von eurer Seite oder rechts und hier jetzt so schlank und rank. Und das hat ja dazu geführt, dass sie ja wirklich auch noch 3x500 € Magen-OPs verlost hat. Gar einen kleinen Shitstorm, Gewinnspiel ist dann auch wieder runtergenommen worden. Aber alleine das, ich meine, wo sind wir denn jetzt? Jetzt werden Magen-OPs schon verlost im Internet, bei Instagram. Das ist leider die neue Realität. Und ich finde, man kann aber auch Instagram sinnvoll nutzen, wie zum Beispiel bei einer Aktion, die ich hier sehr gut finde, wie vom SWR und BR, die das Projekt haben, beziehungsweise ich bin Sophie Scholl, wo einfach mal nachgestellt wurde, wie Sophie Scholl heutzutage auf Instagram sich vermarkten würde. Sehr interessante Seite und das finde ich zum Beispiel mal gutes Instagram. Man muss ja auch mal sagen, wenn Sachen bei Instagram gut sind, sowas kann man sich mal angucken. Heute ist der 4. Mai 1942 und gleich geht's auf den Zug. Sophie, jetzt mach schon, der Zug wartet nicht auf dich. Meine Schwester Inge, sie kam in ihrem Leben noch nie zu spät. Heute Nachmittag bin ich schon in München. Studiere in einer Großstadt. Endlich raus aus diesem Ulm. Hier ist es kaum noch auszuhalten. Die Menschen sind misstrauisch und ängstlich geworden. Naja, ich freue mich auf alles, was kommt. Darauf, dass ich freier leben kann. Dass ich umgeben bin von klugen, aufgeklärten Menschen. Ja. Diesen Account hätte mal Jana aus Kassel ein bisschen früher sehen sollen. Das war's von meiner Seite und an dieser